Herzlich willkommen zurück bei Let's Play SpongeBob Schwammkopf. So, jetzt werden wir mal bei den Tagefelden anrufen, um diesen Türsteher von der Tür wegzulocken. Dass wir einfach unbeschwert rein können. So. Hier. Sie müssen schnell kommen. Was ist denn los? Irgendein Irrer macht öffentlich Musik. Klassik oder Jazz? Schlimmer. Moderner Rock. Oh. Oh nein, bitte nicht. Ich komme sofort. Das sollte ihn lange genug beschäftigen, dass ich rein kann. Moderner Rock. Okay. So. Tretet in Tagefelden. Hey, haben Sie den Typen gefunden, der die Rockmusik gespielt hat? Wie hast du davon erfahren? Und wie bist du hier hereingekommen? Du hast mich ausgetrickst. Tut mir leid. Wegen dir werde ich meinen Job verlieren. Oh nein! Hey, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Wie? Nun, ich kann Ihnen einen neuen Job als Schauspieler in den neuen Abenteuern von Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube verschaffen. Wenn ich mich darauf einlassen muss, um überleben zu können, dann sei es so. Ist das ein Ja? Ja, du Trottel. Okay, ein widerwilliges Ja, aber ein Ja. Wow, wahrscheinlich ist es echt wichtig, dass man hier seine Adresse kennt. Das würde ich sagen. Weil wenn man hier seine Adresse nicht kennt, dann ist das wohl ein bisschen schwierig. Obwohl, in Großstädten sieht es genauso aus, um es so mal so gesagt zu haben. Thaddäus! Vielleicht aber auch nicht. Thaddäus! Ich habe überall nach dir gesucht. Hallo, SpongeBob. Du musst sofort mit mir zurück nach Bikini Bottom kommen. Du musst in den neuen Abenteuern von Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube mitspielen. Ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt sage, aber ich wünschte, ich könnte... Na dann los! Ich kann nicht. Dieser Ort ist so langweilig, dass ich meinen Tatendrang verloren habe. Wie kann ich dir deine Energie zurückgeben? Ich könnte dir einen schönen Energiedrink holen. Um ehrlich zu sein, ich würde einen schönen Becher Kakao bevorzugen. Kein Problem. Hier muss doch irgendwo ein Café sein. Die gibt's an jeder Ecke. Klasse. Und vergiss nicht die Sahne. Ich habe immer Sahne auf meinem heißen Kakao. Und die gibt's nur im Schnäppchenmarkt. Okay. Warte auf mich, Kumpel. Bei deinem Talent werde ich wahrscheinlich ziemlich lange warten müssen. Ich dachte, es gefällt dir hier. Zuerst schon. Aber jeden Tag mache ich hier das Gleiche. Das ist so langweilig, dass ich mich nach Bikini Bottom sehne. Du hast mich wirklich vermisst. So, genug von diesem dämlichen Kram. Du musst mir helfen. Das will der Dirk nicht zugeben, aber hat SpongeBob vermisst. Denk dran, SpongeBob. Vergiss nicht die Sahne. Ja, ich bin ruckzuck wieder da. Sahne ist immer wichtig, nicht vergessen. Na, weiter. Ich würde vermuten, da gibt es Sahne bei dem Kaffee. Hi, kann ich bitte einen Becher Kakao haben? Okay, es gibt es hier nur Kakao. Nicht für mich. Ich muss auf meine Figur achten. Ja, klar. Okay, dann würde ich mal sagen, wo gibt es denn eigentlich Kakao? Sahne. Im Supermarkt. Oder Schnäppchenmarkt. Willkommen im Schnäppchenmarkt. Hi, wo finde ich denn die Sahne? Wofür brauchst du die? Sie ist, für einen Freund von mir. Aber sicher, Kumpel. Sie ist da hinten. Das ist ein Glückstag. Heute gibt es Gratisproben. Nimm so viele du möchtest.
Kostet nichts. Super, danke. Oh nein. Was ist los? Ab heute Mittag ist die Senusbutter im Angebot. Das ist doch fantastisch. Fantastisch für jeden. Außer für mich. Warum? Hast du jemals eine Horde Hausfrauen gesehen, die sich auf billige Nahrungsmittel stürzen? Ja. Nein. Wirst du aber gleich. Schließ die Luken! Okay. Algengrütze. Auch wieder ein recht einfaches Minispiel, um Smash Ultimate. Verflixt. So. Gebt mir euer Geld. Geld. Ja. Mir mal jemand helfen? Du hilfst mir nicht. Mein Lieber, es wird allen geholfen. Aber alles zu seiner Zeit. So. Schon wieder gewonnen. Gut, damit sind alle Hausfrauen, Hausmänner. Sie können rauskommen. Die sind alle weg. Du hast mich gerettet. Noch nie habe ich ein solches Talent gesehen. Nun, ich habe etwas Übung. So, vielleicht will ich an der Schuhe mitmachen. Nein. Das tun wir beenden. Das ziehen wir uns jetzt nochmal rein. Hey, jetzt wo sich die Dinge hier etwas beruhigt haben, möchten Sie vielleicht in den neuen Abenteuern von Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube mitspielen? Alles ist besser als dieser Job. Klasse! Eine enthusiastische Person wie Sie ist ein gutes Vorbild für die anderen Schauspieler. Enthusiastisch, klar. Gut. Ich komme rechtzeitig zum Set. Kein Grund zur Eile. Oh, dieser Typ ist ein echter Draufgänger. So. Dann gehen wir mal zur Seetang-Abteilung. Das scheint die letzte Flasche zu sein. Gut, dass sie in der Seetang-Abteilung versteckt war. Wer sich das einfallen lassen hat. Schande über ihn. Okay. Ist da noch irgendwas? Tolle Sachen zu tiefen, tiefen Preisen. Es scheint nichts mehr zu sein. Ah, Krog. Okay. Dann gehen wir mal wieder. So. Passt nicht zusammen. Zeit, dass wir der Deus besuchen. Mal sehen, wo war denn der? Der war hier. Und ihm seinen Kaffee geben. Ich hoffe, er freut sich. Hallo. So, Tadeus, hier, deinen Kaffee. Hier, bitte, ein heißer Kakao mit Sahne obendrauf. Köstlich. Perfekt. Wunderbar. SpongeBob, endlich hast du mal was richtig gemacht. Okay, jetzt, wo es dir besser geht, machst du nun bei den neuen Abenteuern von Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube mit? Wenn ich dadurch aus diesem Trott herauskomme, dann zähl auf mich. Okay. Aha, er ist wieder ganz der Alte. Ich glaube, das war's und jetzt ab zu Sandy. Die letzte in der Reihe. Und dann, glaube ich, können wir anfangen, die Folgen zu drehen. Lalalala. Jetzt müsste so Fahrstuhlmusik eingespielt werden. Ah, jetzt kann ich Sandy besuchen. Hm.
schöne, beruhigende Musik. So. Okay. Gehen wir mal zu einem Baumhaus. Das soll wohl ein Scherz sein. Warum? So, sie wollte doch Schokoladenriegel, oder? Oder warte, nochmal reden. Hast du schon Nüsse im Schokoladenmantel gefunden? Ach, ich brauche sie mehr als eine Blume das Wasser. Ah, sie wollte Nüsse noch dazu. Aber Nüsse müsste es doch bestimmt hier irgendwo geben, ja? Ich meine, wir sind ja schließlich bei den Eichhörnchen. Ich frage mich, was da wohl drin ist. Nüsse. Aber's doch. So, kombinieren. Ich wusste doch, dass ich das kann. So, und jetzt geben wir Sandy die Nüsse. Und dann haben wir's geschafft. Ja, bitte. Lieber nicht. Hier. Sieht da wirklich lecker aus. Süßes Brot aus dem Ofen. Okay. Genau was der Doktor verschrieben hat. Geht es dir jetzt besser, Sandy? Ja. SpongeBob, es tut mir leid, dass ich so komisch war. Kein Problem. Es liegt an mir. Ich schulde dir was. Ach, jetzt komm mal. Sandy. Ich helfe gerade bei der Rollenbesetzung für die neuen Abenteuer von Meerjungfraumann und Blaubarschbube. Ich fände es toll, wenn du dabei wärst. Alles, was du willst, SpongeBob. Aber wieso glaubst du, dass ich Schauspielerin sein kann? Machst du Witze? Nur eine große Schauspielerin kann so verrückt spielen wie du vorhin. Na gut, bringen wir die Show ins Rollen. So. Gut, wir haben es geschafft. Geh weg. Ich hoffe, dass ich in der Show ein bisschen Karate zeigen kann. Darauf kannst du wetten. Ha, ja. So, ich würde sagen, ich speichere mal. So, und yep. Wir produzieren mal eine Folge. So. Ach, jetzt können wir auswählen. Wer soll Mantarochen spielen? Ja, Mantarochen natürlich. Auch klar. So, Biologe. Kevin. Koch. Hier. Schon mal ein bisschen professionell hier gerade raussuchen. So. Die beiden gefallen mir noch besser. Nachrichtenreporter, Mr. Krabs. Oder doch? Ach, Mr. Krabs, komm. Ja, hier können wir den Idiot nehmen. Und Oberschwester. Mrs. Puff. So. Das wäre erstmal der Requisiten. Jetzt kommt. Das wäre erstmal der Schauspieler, jetzt der Requisiten. Haben nicht so viel Auswahl, ist aber auch nicht so wichtig. Ich meine, darauf guckt. Nicht, gucken nicht so viele. Das. So, ich werde jetzt, während das läuft, meinen Mund halten und erst danach wieder was sprechen. Bis gleich. Ich frage mich, wofür dieser Knopf gut ist. Was hast du dieses Mal getan, du alter Trottel? Meerjungfraumann, das reicht. Jetzt rufe ich die Polizei. Schnell, Meerjungfraumann, wir müssen hier weg und herausfinden, was vor sich geht. Das sieht alles böse aus. Böse? Schnell, Blaubarschbube, zur geheimen Helden. Psst. Verrate nicht unser geheimes Versteck. Oh ja, gutes Argument, Blaubarschbube. Zur geheimen Heldenhöhle. Und los! Zum unsichtbaren Bootmobil.
Warte mehr, Jungfrau Mann. Ich habe ein Spray, mit dem wir das unsichtbare Bootmobil finden können. Keine Zeit dafür. Ich spüre Böses. Mehr Jungfrau Mann und Blaumannstube. Sie haben das Altersheim zerstört und versuchen zu fliehen. Alle Einheiten, möglichst schnell ausschwärmen. Ich hab sie. Mehr Jungfrau Mann und Blaubarschbube wurden für den Raub eines Altenheims eingesperrt und werden des Diebstahls mehrerer Gebäude um Bikini Bottom verdächtigt. Ich war niemals in der Nähe meines Werkzeuggürtels. Ich habe nur versucht, die Toilette zu spülen. Ist doch gar nichts. Schlimm ist, wenn man außergewöhnliche Verbrechen begeht und zum Schluss wegen einer Verkehrswidrigkeit eingebuchtet wird. Diesen Plan zum Klauen von Gebäuden hätten sich diese zwei Idioten niemals einfallen lassen können. Da stimme ich zu. Es scheint eher, als ob der hinterhältige Einsiedler wieder seine Spielchen treibt. Er ist ziemlich geschickt. Ich habe noch nie vom hinterhältigen Einsiedler gehört. Was macht er denn? Nun, im Wesentlichen stiehlt er Gebäude. Nun, Mantarochen! Es hat anscheinend einen Formfehler gegeben und du bist frei! Und anscheinend tust du das auch, Drecksackblase. Na los, es gibt Verbrechen zu begehen. Böse? Böse! Zum unsichtbaren Bootmobil! Wir müssen die Spur des hinterhältigen Einsiedlers beim Altersheim aufnehmen. Und los! Nun, es scheint, dass Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube vom Gebäudediebstahl freigesprochen wurden. Doch der wahre Schuldige ist noch auf freiem Fuß. Es reicht mir nicht, ein Altersheim auf meinem Rücken zu tragen. Ich will mehr! Eine ganze Stadt will ich haben. Ein ganzes Land. Die ganze Welt. Wir sind das Begrüßungskomitee der Nachbarschaft. Ja, die Nachbarschaft des Bösen. Und wenn wir etwas für dich tun können, dann... Nimm dieses Wesen und lenke die Narren ab, die mich aufhalten wollen. Das sollte sie lange genug aufhalten. Keine Hinweise hier mehr, Jungfrau Mann. Gut beobachtet, Blaubarschbube. Scheint, als müssten wir mit dem einzigen Mann sprechen, der jeden in Bikini Bottom durch und durch kennt. Der Röntgenarzt? Ja, ich meine nein. Ich spreche von Grubbs, dem Koch. Vielleicht ein einfacher Mann, aber manchmal muss man das Leben einfach betrachten, um seine wahre Bedeutung zu erkennen. Wow, das ist wirklich tief, Meerjungfrau Mann. Hä? Was ist tief? Kenn ich dich? Ja, ich habe davon gehört. Was hast du gehört? Ich habe gehört, dass er echt hinterhältig ist. Gut, das sind bahnbrechende Informationen. Ich habe noch eine Frage, Grubbs. Wo bleibt meine Bestellung mit den Fleischklößen? Jetzt, wo Pandarochen und Dummbeutelblase beschäftigt sind, wird es Zeit, meinem Zuhause etwas Böses hinzuzufügen. Das sollte unsere neuen Nachbarn beeindrucken. Ja, ich sehe viele wunderbare Jahre der Schurkerei vor mir. Tretet beiseite, ihr Trottel. Dieses geniale Kochgerät hat unser Opfer hilflos gemacht. Ja, kommt einen Schritt näher und es gibt gebratene Maid in Not. Was? Ah, du Trottel, du musst die Maid retten.
Muss ich dir alles buchstabieren? Komm, Drecksackblase, wir ziehen uns in meine Höhle zurück, wo wir uns gedämpftes Tarazu Monticello einverleiben und uns an einer erklecklichen Auswahl an Lochkuchen gütlich tun. Hä? Kaffee und Donuts. Gönnen wir uns Kaffee und Donuts. Warum rede ich überhaupt mit dir? Ich weiß es nicht. Anscheinend soll sie in Mehl gewälzt, weich geklopft, leicht gewürzt und dann gebraten werden, bis sie knusprig, goldbraun ist. Keine Angst, junge Dame, wir holen dich da raus. Anscheinend will uns der hinterhältige Einsiedler hier beschäftigen, während er unsere Geheimhöhlen klaut. Das ist wirklich hinterhältig. Ich schlage einen vorübergehenden Waffenstillstand vor, damit wir den Hinterhältigen erledigen können. Also, kühner, grüner, mrüner, der Biologe, was können Sie uns über die mögliche Schwäche des hinterhältigen Einsiedlers sagen? Nun, dieser überlegene Paguristes frontalis... Ein was? Sprechen Sie Deutsch, oder ich schmiere Sie auf meinen Frühstückstoast. Ich liebe Toast. Wie ich bereits sagte, dieser überlegene Paguristes frontalis, auch Super-Einsiedlerkrebs genannt, ist echt hart. Glücklicherweise hat er eine eklatante Schwäche. Pfeffer. Durch eine allergische Reaktion könnte der hinterhältige Einsiedler heftig niesen. Perfekt. Auf zur letzten Schlacht. Und los! Es scheint, dass der hinterhältige Einsiedler nicht aufgehalten werden kann. Er stiehlt gerade unsere Nachrichtensender. Deine Terrorherrschaft. Und deine Hinterhältigkeit. Hört jetzt auf. Gut, gut. Glaubt ihr wirklich, dass eure armselige Allianz mich aufhalten kann? Unsere vereinten Kräfte werden dein Schicksal besiegeln, Hinterhältiger. Du spielst nicht mehr Verstecken mit uns, hinterhältiger Einsiedler. Genug! Jetzt soll meine wahre Macht in all ihrem Glanz entfesselt werden. Nein, nein, nein! Gegen die wahnsinnige Oberflächenspannung kommst du nicht an! Dafür wirst du bezahlen. Das haben schon Babyrobben besser gemacht. Zeig mir die Geheimwaffe. Ja, jetzt. Wo er beschäftigt ist. Nein! 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 Wie kannst du nur? Meine einzige Schwäche! Psst! Psst! Mantarochen! Was jetzt? Ihr habt gut gekämpft, ihr Wohltäter. Aber jetzt müssen wir uns verabschieden. Komm, Drecksackblase! Lass uns wieder Böses über die Welt bringen. Ja, waschen wir uns den Geschmack der Reinheit aus dem Mund. Nun, ich schätze, jetzt ist alles wieder normal. Ja. Ziehst du noch deine Hose hoch, Meerjungfrau Mann? Alles zu seiner Zeit, Blaubarschbube. Alles zu seiner Zeit. Hab dich! Nein! Bitte! Sie darf mich nicht dahin zurückbringen! Bitte! Bringt mich zur Polizei! Ins Gefängnis! Zu einer Science-Fiction-Tagung! Aber bitte! Nicht dahin! Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube zurück zum Altersheim! Sofort! Yes, ma'am. So, das nenne ich doch mal ein schönes, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, B-Movie. Also es war richtiges, trashiges B-Movie, aber jetzt sehen wir noch die trashigere Variante. Weil jetzt, das war ein relativ noch Hauptdarsteller, jetzt kommt mal der Nebendarsteller, meine Lieben. So, und da wird jetzt richtig abgebrüht gemacht, ey. So.
jetzt wird's idiotisch. Also aufpassen. Und wem nehmen wir denn mal als Hauptfigur? Larry. Dann nehmen wir den. Ja, das wird gut. Das wird sehr schön. So. Requisiten sind erstmal nicht so wichtig. Moment. So, und ich wünsche euch viel Spaß bei einem Film, der kaum trashiger werden kann. Viel Spaß. Ich frage mich, wofür dieser Knopf gut ist. Was hast du dieses Mal getan, du alter Trottel? Mehr, Jungfrau Mann. Das reicht. Jetzt rufe ich die Polizei. Schnell, mehr, Jungfrau Mann. Wir müssen hier weg und herausfinden, was vor sich geht. Das sieht alles böse aus. Böse! Schnell, Blaubarschbube, zur geheimen Helden. Psst. Verrate unser geheimes Versteck nicht. Oh ja, gutes Argument, Blaubarschbube. Zur geheimen Heldenhöhle. Und los! Zum unsichtbaren Bootmobil. Warte mehr, Jungfrau Mann. Ich habe ein Spray, mit dem wir das unsichtbare Bootmobil finden können. Keine Zeit dafür. Ich spüre Böses. Mehr Jungfrau Mann und Blaubart, liebe. Sie haben das Altersheim zerstört und versuchen zu fliehen. Alle Einheiten, möglichst schnell ausschwärmen. Ich hab sie. Over. Boy, 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 boy. Ich war zu keiner Zeit in der Nähe meines Werkzeuggürtels. Ich habe nur versucht, die Toilette zu spülen. Ist doch gar nichts. Schlimm ist, wenn man außergewöhnliche Verbrechen begeht und zum Schluss wegen einer Verkehrswidrigkeit eingebuchtet wird. Diesen Plan zum Klauen von Gebäuden hätten sich diese zwei Idioten niemals einfallen lassen können. Da stimme ich zu. Es scheint eher, als ob der hinterhältige Einsiedler wieder seine Spielchen treibt. Er ist ziemlich geschickt. Ich habe noch nie vom hinterhältigen Einsiedler gehört. Was macht er denn? Nun, im Wesentlichen stiehlt er Gebäude. Nun, Manta-Rochen. Es hat anscheinend einen Formfehler gegeben und du bist frei. Und anscheinend tust du das auch, Drecksackblase. Na los, es gibt Verbrechen zu begehen. Böse? Böse! Zum unsichtbaren Bootmobil! Wir müssen die Spur des hinterhältigen Einsiedlers beim Altersheim aufnehmen. Und los! Es reicht mir nicht, ein Altersheim auf meinem Rücken zu tragen. Ich will mehr. Eine ganze Stadt will ich haben. Ein ganzes Land. Die ganze Welt. Wir sind das Begrüßungskomitee der Nachbarschaft. Ja, die Nachbarschaft des Bösen. Und wenn wir etwas für dich tun können, dann... Nimm dieses Wesen und lenke die Narren ab, die mich aufhalten wollen. Das sollte sie lange genug aufhalten. Mau. Mau.
meine Hinweise hier, Meerjungfrau-Mann. Gut beobachtet, Blaubarschbube. Scheint, als müssten wir mit dem einzigen Mann sprechen, der jeden in Bikini Bottom durch und durch kennt. Der Röntgenarzt? Ja, ich meine nein. Ich spreche von Grubbs, dem Koch. Vielleicht ein einfacher Mann. Aber manchmal muss man das Leben einfach betrachten, um seine wahre Bedeutung zu erkennen. Wow, das ist wirklich tief, Meerjungfrau-Mann. Hä? Was ist tief? Kenn ich dich? Ja, ich habe davon gehört. Was hast du gehört? Man sagt, dass er echt hinterhältig sei. Gut, das sind bahnbrechende Informationen. Ich habe noch eine Frage, Grubbs. Wo bleibt meine Bestellung mit den Fleischklößen? Jetzt, wo Panda-Rochen und Dummbeutelblase beschäftigt sind, wird es Zeit, meinem Zuhause etwas Böses hinzuzufügen. Das sollte unsere neuen Nachbarn beeindrucken. Ja, ich sehe viele wunderbare Jahre der Schurkerei vor mir. Tretet beiseite, ihr Trottel. Dieses geniale Kochgerät hat unser Opfer hilflos gemacht. Ja, kommt einen Schritt näher und es gibt gebratene Maid in Not. Was? Ah, du Trottel. Du musst die Maid retten. Muss ich dir alles buchstabieren? Komm, Drecksackblase. Wir ziehen uns in meine Höhle zurück, wo wir uns gedämpftes Tarazzo Monticello einverleiben und uns an einer erklecklichen Auswahl an Lochkuchen gütlich tun. Hä? Kaffee und Donuts. Okay, dann gönnen wir uns eben Kaffee und Donuts. Warum rede ich überhaupt mit dir? Ich weiß es nicht. Anscheinend soll sie in Mehl gewälzt, weich geklopft, leicht gewürzt und dann gebraten werden, bis sie knusprig goldbraun ist. Mit einer Prise Salz. Keine Angst, junge Dame. Wir holen dich da raus. Anscheinend will uns der hinterhältige Einsiedler hier beschäftigen, während er unsere Geheimhöhlen klaut. Das ist wirklich hinterhältig. Ich schlage einen vorübergehenden Waffenstillstand vor, damit wir den Hinterhältigen erledigen können. Also, kühner, grüner, mrüner, der Biologe. Was können Sie uns über die mögliche Schwäche des hinterhältigen Einsiedlers sagen? Ein was? Sprechen Sie Deutsch oder ich schmiere Sie auf meinen Frühstückstoast. Ich liebe Toast. Perfekt, auf zur letzten Schlacht und los. Und sie sind Sneaky Turtle. Da bist du. What's a dog steely? Wenn du Stärcher. Deine Terrorherrschaft. Und deine Hinterhältigkeit. Hört jetzt auf. Gut, gut. Glaubt ihr wirklich, dass eure armselige Allianz mich aufhalten kann? Unsere vereinten Kräfte werden dein Schicksal besiegeln, Hinterhältiger. Du spielst nicht mehr Verstecken mit uns, hinterhältiger Einsiedler. Genug. Jetzt soll meine wahre Macht in all ihrem Glanz entfesselt werden. No. Gegen die wahnsinnige Oberflächenspannung kommst du nicht an. Dafür wirst du bezahlen. Das haben schon Babyrobben besser gemacht. Zeit für die Geheimwaffe. Ja, jetzt, wo er beschäftigt ist. Nein, nein, nein. Wie kannst du nur... Meine einzige Schwäche. Hey, Manta-Rochen. Was jetzt? Ihr habt gut gekämpft, ihr Wohltäter. Aber jetzt müssen wir uns verabschieden. Komm, Drecksackblase. Lass uns wieder Böses über die Welt bringen. Ja, waschen wir uns den Geschmack der Reinheit aus dem Mund? Nun, ich schätze, jetzt ist alles wieder normal. Yep. Ziehst du noch deine Hose hoch, Meerjungfrau-Mann? Alles zu seiner Zeit, Blaubarschbube. Alles zu seiner Zeit.
Hab dich. Nein, bitte. Sie darf mich nicht dahin zurückbringen. Bitte. Bringt mich zur Polizei, ins Gefängnis, zu einer Science-Fiction-Tagung. Aber bitte nicht dahin. Mehr Jungfraumann und Blaubarschbube. Zurück zum Altersheim. Sofort. Ja, gute Frau. So, meine Lieben. Das waren die beiden Filme. Ihr könnt entscheiden, welcher euch besser gefallen hat. Aber das ist jetzt auch egal. Weil damit endet das Spiel komischweise. Ja, ich weiß, ist komisch. Aber das war das Spiel. Mir hat es gefallen. Also, ich fand, die Sprecher waren gut. Also, wirklich schöne Synchro. Auch wenn es halt nicht Originalsprecher waren. Aber es gab nur wenige Sätze, die falsch formuliert waren oder falsch betont waren. Aber es waren wirklich sehr schöne Sätze. Also, gute Synchro. Die Grafik war eigentlich zu der Zeit relativ gut. Also, hat mich überrascht, dass die so gut waren. Ja, die Minispiele wären nicht nötig gewesen, weil die waren Quatsch und uninspiriert, also das hätte nicht sein müssen. Und sonst, das Gameplay eben typisch Point-and-Click-Adventure. Die Rätsel waren jetzt nicht gerade anspruchsvoll, also das kann man nicht sagen. Der Humor war gut und ich würde sagen, schönes Spiel. Ich bedanke mich, dass ihr es geguckt habt und bis zum nächsten Let's Play. Tschüss.